Das sagenhafte Fichtelgebirge. Bedeckt von seinen dunklen Wäldern, umschleiert von dichten Nebelschwaden. Im Jahre 1410 wird das Land von den Wenden regiert. Seines Königspaars beraubt, steht die junge Wendenprinzessin Irene den Intrigen des verfeindeten Frankenprinzen Erhard alleine gegenüber. Unbeeindruckt von den politischen Machenschaften seiner Zeit, hat der Einzelgänger Heinrich seinen eigenen Kampf zu schlagen. Bei einem Kartenspiel verlor er seine Seele an den Teufel. Verzweifelt versucht Heinrich nun alles, um wieder in den Besitz seiner Seele zu gelangen. 2016. Durch Zufall gelangt Luise an ein schicksalhaftes Buch, gefüllt mit Heinrichs Geschichte. Was sie nicht wissen konnte, durch einen Zauber gelangt sie in Heinrichs Zeit. Dort trifft sie auf Heinrichs Großvater und Autoren des Buches, den Schreiber Liborius. Sagen gestalten wie die Elfenkönigin und ihr treuer Diener, der wilde Jäger, stellen sich von nun an Luise und Heinrich in den Weg. Das Dorf der Franken, heimgesucht von der Drut. Die letzte Hoffnung der Dorfbewohner ruht auf Heinrich und Luise. Denn nur die beiden können das schreckliche Sagenwesen aufhalten. Als der Dämon Besitz von Luises Seele ergreift, steht Heinrich vor einer schweren Entscheidung. Er muss sein oder Luises Leben opfern.